Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Gut. Butter, 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 wo ist er? Irgendwann will ich ja auch die die Bäckereiproduktion in Betrieb haben. Ich mal. Rechne mal deine ganzen Felder auf der Map zusammen, dann. Kleiner ging's wohl nicht mehr, hä? So, Tablet. Oder auslagern. Das ist schon krass. Achso, Moment mal. Wir müssen ja noch umstellen. Big Pack. Paletten. Auch Paletten. Boah, was, das war's schon? Boah, komm her, dann. Garei? Na, Rotz, moin! Schön, dass du da bist, mein Lieber. Und wünsche dir einen schönen Montag. Ich hoffe, du bist gut in den Tag gestartet. Nee, brauche eine. Brauche neue Felder für die Fruchtfolge. Ah, stimmt, glaube ich dir. Das stimmt. So. Genau, das fahren wir jetzt noch schnell zur Bäckerei. Ich habe gedacht, wir hätten schon ein bisschen mehr. Aber wenn es halt noch 5000 sind. Eieiei. Ach, Sven, du hast die Karte, ne? Hamburg 2, Linie 20, die haben wir. Haben wir gestern gekauft, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Genau. So. Fahren wir an da vorne rum, hier direkt rechts rein. Ja, deswegen sage ich ja. Hab da mal ein bisschen was vorbereitet, ne? Der Zucker haben sie genug.
Erdbeeren, oh Mann, oh Mann. Macht man nicht normalerweise, aber. So, gut. Wir hätten jetzt soweit alles eigentlich. Fertig Bäckerei, das haben wir geliefert. Haben wir noch die zwei Big Packs nochmal mit. Und dann müsste ich eigentlich nur noch abwarten, bis der fertig ist mit seinem Walzen. Und dann gucken wir uns nochmal die Felder an, mit wo Raps drin ist, weil das Raps, das geht direkt in die Dieselproduktion rein. Eigene. Also auch wieder eine komplett eigene, wie nennt man das? Mach aus eigener Produktion eigene Produkte und die dann wirtschaftlich weiter verkaufen oder benutzen. Und dann verkaufen. Ja, ich denke eine Runde können wir noch verkaufen. Machen wir noch hier den Honig weg. Und dann hätten wir das dann auch für heute schon alles drin. Wollen wir jetzt noch schnell mal eine Ladung von dem Honig, den verkaufen wir dann auch noch schnell. Und dann muss ich noch mal gucken. Aber wenigstens haben wir jetzt schon mal das Geld für die Kühe, für die Produktion. Nichts Produktion, sondern doch Teil für den Winzer. Genau. Verkaufen wir das Geld dann für die Kühe. Seite macht, oh Gott, ich greife ja so lernen Blick, Entschuldigung. Und dann kann ich nämlich dann, wenn der fertig ist, mit dem Bestücken der oder dem Walzen und Kräutvernichter drauf und dann einigermaßen dann die Tiere versorgt sind. Gut, bis auf die Schweine. Die Schweine sind halt das, was am meisten, aber ich brauche meine Gülle. Und dann hätte man dann die Möglichkeit. Oh, armes Reh. Dann muss man nach einem neuen Feld um zu schauen, werden wir dann nämlich dann den Winzer beginnen.
Aber wie gesagt, dann Feld kaufen, Feld platt machen. Genau. Wie gesagt, alles gemacht, gemacht. Vorher erstmal noch die Rapsernte einfahren. Und dann schauen wir mal. Ich fahre richtig. Weil folgendes Feld für den Winter habe ich mir eigentlich jetzt. Also ich wollte erstmal klein anfangen. Wie gesagt, ich kenne aus meiner Jugend, Kindheit, ach Gott, 11 bis 14 so rum, habe ich neben einem Winzer gewohnt und dann habe ich immer über die Schulter geguckt. Und dann nehmen wir das Feld hier. Ich glaube, das ist Feld, ja. Feld 12. Und ja, dem wie es halt passt, machen wir mehr. Das ist auch sehr spannendes Thema, wie ich finde, den Winzer. Aber da brauchst du auch erstmal. Und wie gesagt, beim Winzer. Maschinentyp Fendt. Da lasse ich mir nicht viel Leihrede. Das war ein Fendt, der pennt nicht, der macht, der klappert. Bin jetzt 16.400 reingefahren. Oh, nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Dann schauen wir mal. So, dann würde ich aber mal sagen, mach mal noch. Ja. Dann nehmen wir Feld 31 und bereiten schon mal vor, dass man da noch Zuckerrüben ansieht. Machen wir. Warum immer nur einseitig fahren? Dann passt das. Dann passt das doch. Dann holen wir nämlich gleich unseren Cars wieder her. Hase. Und machen ein klein ganzes Feld voll mit Zuckerrüben. Ja. Stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Und dann springen wir direkt mal in den Kase rein. Der ist ja repariert, der dürfte ja fit soweit sein. So, speichern. Passt das? Schnell. So, einmal die Außenansicht.
Aber das war jetzt nur für Kartoffel, oder? Halt ich mal schnell in meiner Garage mal. Mhm. Technik, ne? Oh nein. Nee. Ja, Kartoffel, das habe ich mir gedacht. Rübentechnik. Also einmal zum Hof bitte. Oh Mann, ey. Hätte ich mir auch denken können, oder? Aber nein, der Herr Bart, wie er Leipen kennt, er fährt lieber zweimal, dreimal, viermal durch die Gegend und guckt, was er hat. Und verballert so sein Best Diesel ever. Dann passt, ja. Ja, Stefan, siehste, da muss ich auch schon meine Felder vorbereiten. Mit, nicht mit Kartoffel, aber dafür mit. Mit Zuckerrüben. Allerdings habe ich halt bei dem Feld halt nur die Möglichkeit, mit Ziehmaschinen das alles zu ernten. Nee, mit dem Rübenernten. Ich glaube, da war irgendwas, aber egal. Die Maschine haben wir ja auf jeden Fall. Aber gut. Dann werden wir das jetzt noch vorbereiten. Wow. Hallöchen. Truckerin, die immer zockt. Na? Dankeschön für den Raid. Wir sind gerade dabei, hier voll in die Vorbereitung für Ernte. Rübenernte noch reinzumachen. Und. Oh. Nach. Leider habe ich schon. Habe ich zweimal schon alles. Alles klar. Wünsche ich dir auch auf jeden Fall. Musst du arbeiten? Oder gehst du arbeiten? Oh. Oder was steht an? Ach so, Päuschen, okay. Naja, immerhin, oder? Ja. Ja, ich darf um 14 Uhr, 14 bis 9 Uhr arbeiten und dann schauen wir mal, was noch so kommt. Weil, wie gesagt, heute nehmen wir eigentlich noch die nächsten LS-Folgen auf für die Woche. Die werde ich jetzt auch gleich noch schneiden, einen Teil. Heute Abend nochmal einen Teil schneiden. Und, deswegen. Alles heute ein bisschen easy peasy. Oh, auf jeden Fall, oder? Dann wird es dich vielleicht auch bestimmt interessieren. Weil ich bin hier bei Feld 26 Mais am Anpflanzen für Maishäckselgut. Also Häckselmais brauche ich nämlich für Silage. Und ich brauche da noch ein paar Abfahrer. Also wie gesagt, falls ihr da Lust habt, das dauert. Ich hoffe, wir kommen nächste Woche dazu. Dann
haben wir nämlich die Möglichkeit, zusammen auf dem Server mit vier Spielern, also drei, ja, mit mir sind es vier, oh, schön. Da können wir auf jeden Fall zusammen zocken, ne? Alles klar, bis später. Ich wünsche dir vor allem eine erfolgreiche Pause noch. So. Hoppala. Ich habe heute noch rausgefunden, es gibt noch eine neue Städte-Dreieck-Map. Oh, dankeschön. Das fahren wir heute mal ein bisschen ohne GPS. Machen wir das Feld da noch komplett fertig. Hab jetzt den Blech. Ja, das soll auf jeden Fall gehen. Das sollte dann auf jeden Fall gehen. Ja. Wenn halt ein paar Mods halt da sind, die aktivieren wir halt dann. Ne? Macht er kein Problem. So. Aber wenn du für Oktober, kann ich euch jetzt, ja, oder fast auch schon mal sagen, ich versuche im Oktober 2 Wochen Urlaub zu bekommen. Oder eine Woche, da können wir nämlich eine Woche ETS fahren. Mit der Lenkzeit für 56-Stunden-Woche. Und ab nächsten Monat, also gesagt, übermorgen, wie gesagt, kommt ja auch noch was Neues da hinzu. Zwei neue Szenen für 2 neue Spiele. Na, bin mal gespannt. So, also wie gesagt, wir machen das jetzt noch zu Ende. Das sehen wir jetzt noch schnell an. Ein Jahr Zuckerrüben und ein Jahr dann mal was anderes. Weil gebraucht wird es auch dringend. Da kann der Klaas hier direkt weitermachen. Und dann, jo. Bin ich gleich mal gespannt, was noch so an den nächsten Tagen kommt.